Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir sind hier beim letzten Mal in der Jägersiedlung stehen geblieben. Offensichtlich ein Treffpunkt von Jägern und Händlern der verschiedenen Stämme. Wir sind ja auf Kaja und auf Nora auf jeden Fall getroffen und haben hier auch einen Disput miterleben dürfen. Und Lubavat, ein Karawanenhändler, hat uns eine Aufgabe gestellt. Wir sollen Sprengpfeile zu seiner Karawane bringen, die wohl weiter östlich sich befindet. Und wir hatten uns am Ende der letzten Folge eine Banuk-Figur, die hier in der Nähe sich im Gebirge befunden hat, gesucht. Und ich hatte ja schon mal angemerkt, dass es mich ein wenig wundert, dass bei den Sets keine weiteren Informationen zu finden sind. Und da hat ein Stammzuschauer darauf hingewiesen, dass das doch der Fall ist, beziehungsweise der Fall sein müsste. Und es ist tatsächlich so, wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, neben den Einträgen, die wir bekommen, wenn man hier einfach nur mit der Maus drüber fährt, nämlich für die Banuk-Artefakte, mein Anrecht und ich benenne dich. Die Ich benenne dich war die Figur, die wir jetzt hier ganz in der Nähe am Ende der letzten Folge gesucht und gefunden haben. Denn es gibt hier noch die Möglichkeit, sie einfach anzuklicken. Oder mit F auszuwählen. Und da sind weitere Texte verborgen. Da haben wir hier für das Banuk-Artefakt Ich benenne dich den folgenden Eintrag. Tektuk. Auf diesem Gipfel benenne ich dich als meinen Sohn, was ich vor meiner Verbannung nicht konnte. Signak, der Häuptling meines Verax, hielt dein Blut für seines. Doch die Wahrheit war so klar wie die Farbe des Himmels, gemalt in deinen Augen und in meinen. Und während ich in diesem fremden Land umherziehe, ist es nicht Signaks Tod, der mich schmerzt, noch die Erinnerung an Ili, deine Mutter, und auch nicht der Verlust des schneebedeckten Banur, meine Heimat, sondern das Schweigen, das zwischen uns lag, obwohl wir Vater und Sohn hätten sein sollen. Ich male meine Zeichen hier für dich und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. So, das war der erste Eintrag. Dann schauen wir uns noch den zweiten an. Die Banuk-Figur, die wir in der Nähe des Teufelsdurst-Lagers gefunden haben, östlich davon. Tektuk. Während die Monate meines Exils zu Jahren werden, denke ich oft darüber nach, was mich davon abhielt, Anspruch auf dich zu erheben. Eine solche Forderung hätte nur mit Blut beantwortet werden können. Mit dem Tod von Signak, unserem Häuptling. Oder meinem. Es stimmt, dass ich diesen Kampf fürchtete und seine Stärke, aber nicht so sehr wie seine Folgen. Die Augen von Ili, deiner Mutter, abwesend und tot, wenn sie den Leichnam ihres Partners erblicken würde. Das hätte ich nicht ertragen und so schwieg ich voller Scham. Aber das Schicksal ist kalt und grausam und meine Ängste wurden ohne mein Zutun wahr. Ich male mein Zeichen voller Trauer und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Okay, es ergibt sich auch einen Sinn, dass die beiden zu einem Set gehören. Sie sind sehr miteinander verbunden, diese beiden Einträge. Geht hier wohl um einen Vater, der seinen Sohn nicht, ja, als seinen eigenen anerkennen konnte, da er das Kind, seinen Sohn, mit einer Frau hatte, die wohl mit dem Häuptling des Stammes, zu dem er gehörte, ja, liiert war. Okay, sehr interessant. Okay, gut. Haben wir das gelesen? Wir werden uns die anderen Einträge auf jeden Fall auch noch anschauen, aber ich habe mich entschieden, dass wir das so machen, dass wir sie in dem Moment uns anschauen, wenn wir etwas thematisch Passendes finden. Und apropos thematisch passend, jetzt nicht die Vorratskiste, sondern hier unten muss irgendwo eine Metallblume sein. Schauen wir mal ganz kurz. Genau, hatten wir uns schon angeschaut, dass hier eine sein muss und nach der werden wir jetzt Ausschau halten. Das ist hier unten in dem Breitkopf-Areal und mit Breitköpfen hatten wir ja nun schon in der letzten Folge unsere ersten Erfahrungen sammeln dürfen. Und ich sehe gerade, wir haben hier hinten auch noch ein Lagerfeuer. Das könnten wir uns bei der Gelegenheit auch noch holen. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir damit erst einmal weiter und wir sollten hier unten auch... Plünderer, oh, noch Plünderer dabei, in Ordnung, Wächter, schauen wir uns ein kleines bisschen um, damit wir wissen, wo wir da reinstolpern, oder besser gesagt, nicht reinstolpern. So, da sind Breitköpfe und es muss irgendwo, ja, hier unten in dem Gebiet sein. Naja, wir werden uns mal einen Weg darunter suchen, müssen überlegen, ob wir, wir können ja rechts rumgehen hier direkt, den Weg, den wir schon angefangen haben, zu nehmen, als wir nach der Banuk-Figur gesucht haben.
So, dann werde ich mal sagen, was haben wir für einen Bogen ausgerüstet im Moment? Nicht den Jägerbogen. Aha, okay. Ach, und wir werden wieder auf die Quest Die Rache der Nora hingewiesen. Okay, gut. So, wir machen erstmal nochmal 10 Jägerpfeile zur Sicherheit. Der Rest sieht gut aus. Und dann können wir uns mal ja, auf die Suche begeben, wo wir die Metallblume finden. Nachdem wir schon beim letzten Mal die Metallblume drüben bei Rosts Hütte gefunden haben, könnte das jetzt ganz interessant sein, die auch noch zu finden. Dann haben wir das erstmal abgedeckt. Ein großer Fan davon, das auf jeden Fall mal zu machen. Wer weiß, was das auch für Setbelohnung gibt. Die möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. So, jetzt könnte man es eigentlich mal versuchen, hier so einen Wächter zu übernehmen. Das könnte ganz lustig werden. Und da hinten haben wir auf jeden Fall einen Plünderer. Und da vorne haben wir etwas, wo wir uns verstecken können. Ich hoffe, das gelingt. Jetzt kommt hier aber gerade ein Plünderer vorbei. Oh, der ist mit dem stillen Schlag ausgeschaltet. Aber ich glaube, jetzt wird es gleich stressig. Ja. Ah ja, aber zumindest sind ja nur Wächter. Mal sehen, ob wir den da oben kriegen können. Ja, Kante dazwischen ist nie gut. Oh, der ist ausgewichen. So, das liegt da am Boden, den wir aus dem Weg. Ich glaube, nämlich einer blendet uns wieder. Na, nicht, wenn wir mal nicht hingucken. Dann kann er uns nicht blenden. Und der ist voll daneben gesprungen. So, der liegt auch am Boden. Dann müsste da noch der dritte sein. Ich wollte ihm eigentlich nicht entgegenspringen. Gut, aber es ist auch erledigt. Oder auch nicht. Der Plünderer scheint uns nicht ordentlich bemerkt zu haben. Okay. Und wir haben eine heilende Talblüte gefunden. Gut, was für unser Medizinbeutel ist er. Oh, der Plünderer macht sich dann gerade zu schaffen. Das ist nicht gut. So ein Dit. Aber das ist ein Schmitte kriegt. So. Wollte er in unsere Beute? Ist er unsere Beute. Auch nett. Okay. So, was hat er dabei? Eine Plündererlinse und bearbeitete Metallblöcke, zwei Stück. Er wird mir gute Dienste leisten. Oh, das glaube ich auch. Und wenn man nur zu Metallscherben verarbeiten bzw. verkaufen. So, die standen hier halt einfach ein bisschen im Weg. Naja. So. Mal erstmal alle plündern gehen. Hier scheint aber was Blaues zu sein. Ein Wächterherz, sehr nett. So, und der hat auch scheinbar noch den Plündererherz. Das war der Plünderer. Okay, sehr schön. So, wir schauen auch ein bisschen nach Kräutern. Wir müssen wieder ein bisschen unseren Medizinbeutel füllen. Und da vorne haben wir offensichtlich einen Breitkopf. Ach, da fällt mir noch was ganz anderes ein. Beim letzten Mal gänzlich vergessen. Wir hatten ja die Breitköpfe schon gescannt, aber uns auch den Eintrag dafür noch nicht eingeschaut im Notizbuch. Das machen wir bei der Gelegenheit. So, schauen wir mal, wo wir den Breitkopf haben. Da ist er auch schon. Aha, das Überbrücken ist dafür schon entsperrt. Das ist ja sehr interessant. Starke Läufer, die leicht aufschrecken und die man sehr leise oder sehr schnell erledigen muss, ist reitbar. Okay, das ist ja interessant. Ja, ich hätte auch gesagt, dass ich die zunächst mit eigentlich mit Läufern verwechselt habe. Ja, die sehen sich auch recht ähnlich. Eins der Unterschied sind eigentlich die Hörner, die sie tragen. Okay, gut, so. Dann würde ich mal sagen, wir sollten vielleicht auch bei der Gelegenheit das mal ausprobieren, davon ein, tja, zu überbrücken, wie das denn so aussieht, wenn Elo da drauf sitzt. Jetzt sind die aber relativ weit weg, da bräuchte man jetzt fast den Lockruf mal. Naja, wir könnten es höchstens mal versuchen, das hatte uns ja Rost beigebracht, dass wir die mit dem Stein anlocken. Ich weiß nicht, ob der das jetzt hört. Mal sehen, versuchen wir den mal stückchenweise anzulocken. Er hat das mitgekriegt, okay. Hat funktioniert. Mal ein bisschen die Stealth-Elemente ausprobieren. Mal sehen, ob das funktioniert, wenn wir ihn hier hinholen. Ja, brave Tier. Der hört das. In Ordnung. So, dann werden wir den mal überbrücken, wenn der jetzt hier günstig steht. Ne, steht noch nicht günstig. Versuchen wir das nochmal. Dahin. Schön, da kann man ihn wirklich mit steuern. So, mal sehen, ob wir ihn jetzt überbrückt kriegen. Oh, steht immer noch ziemlich weit weg. Mal sehen, ob das jetzt hier linkt. Ja, wir haben ihn, glaube ich. Ja. Sehr schön. Haben wir unseren ersten Breitkopf überbrückt. Ja, der lässt sich genauso besteigen wie der Läufer. Und wir können ja mal gucken, wie der sich so macht, wenn man damit einen Läufer angreift. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, der liegt am Boden. Den kann man niederreiten. Das ist ja ganz lustig. So. Einfach drüber reiten.
Oh, man kann auch austreten, in Ordnung. Also mit den hinteren... Oh, das ist jetzt hier mein. Man kann auch mit den hinteren Läufen nach hinten austreten. Okay, durch einen Angriff. Das ist natürlich lustig. Ja, und gegen die Läufer hält ja nicht wirklich viel aus. Und wir kriegen keinen Schaden, das ist natürlich auch nett. Oh, der kriegt doch Schaden. Aber wir haben das noch nie ausprobiert, mit denen mal zu kämpfen. Von daher wird auch eine ganze Gelegenheit, das auch mal zu tun. Okay, das war lustig. So. Oh, jetzt können wir natürlich die nicht plündern, weil wir uns noch die Fähigkeit fehlt. So, wir können auch auf dem Reitkopf sitzend unseren Medizinbeutel benutzen. Und unser Reittier bzw. unsere Reitmaschine scheint gar nicht beschädigt worden zu sein. Ein ganz kleines bisschen. Okay. Gut. Dann würde ich fast sagen, wir sollten mal eine Fähigkeit ausprobieren. Wir gucken mal ganz kurz, wir sollten einen Fertigkeitenpunkt übrig haben, genau. Und dann könnten wir eigentlich den Pickup im Ritt lernen. Machen wir das jetzt. So, dann können wir das nämlich mal ausprobieren. Ich denke, wir werden uns noch sehr viel auf diesen Tieren bewegen oder die dafür nutzen können. Und dann werden wir mal sehen, wie das jetzt funktioniert. Hervorragend, wir können es einfach runterbeugen und aufnehmen. Das ist sehr schön. Gut. Nur das macht die ganze Sache sehr angenehm. So, nehmen wir mal alles mit, was wir jetzt hier gefunden haben. Wir können damit auch wahrscheinlich Kräuter pflücken. Eine Feuerbrennwurzel. Jetzt sind wir nur vorbeigeritten. Na toll. Okay, haben wir. Da drüben ist noch ein Heilkraut, so wie das aussieht. Eine heile Wildblut. Das wird mir noch weiterhelfen. Sehr schön. Deckt uns schöne Gebiet ab. Und da drüben haben wir noch einen Breitkopf. Okay, müssen wir jetzt nicht machen, wenn er sich nicht für uns interessiert. So, lassen wir den. So, hier haben wir noch ein Eisschutzgewebe, immer noch etwas Reinholz. So, was haben wir hier drüben? Noch einen toten Wächter, so wie das aussieht. Genau. Oh, Metallscherben dabei. Da drüben ist noch eine Wildblut. Und das macht die ganze Sache doch sehr angenehm. Aber ich habe nicht das Gefühl, wirklich schneller damit zu sein. Naja. So. Gut, da ist auch noch irgendwas, was wir einsammeln können. Aber noch keine Spur von der Metallblume. Naja. Wir werden sie schon finden. So, wir könnten ja auch mal gucken, ob wir vielleicht mit dem Fokus was erspähen können. Sehr hilfreich. Genau. Okay, den Fokus können wir von hier aus auch benutzen. Da ist irgendwas? Ne, das ist ein Breitkopf. Okay. Oh, was haben wir da? Das sieht wieder aus wie etwas Verrostetes. Ah ja, ich glaube, wir haben wieder so eine Art Flakpanzer oder ähnliches gefunden, ja. Genau. Wie drüben schon mal vor den Toren zum Becken. Sieht sehr ähnlich aus, ja, eindeutig. Okay. So, oh, da hinten haben wir noch einen alten Turm. Moment, sieht man jetzt hier gerade nicht. Gerade hinter dem Baum, da drüben, ja. Okay, sieht auch sehr interessant aus. Und diese große Burg im Hintergrund, da waren wir wohl oben. Und der Breitkopf nimmt irgendwie vor uns hier gar keine Notiz von uns, erstaunlich. Okay. So, wir nehmen nochmal den Fokus. Vielleicht können wir jetzt ja von hier aus irgendwas erspähen. Sieht nicht so aus. Doch, da ist irgendwas. Da sind alte Trümmer. Das ist gut. Oh, oh. Das ist nicht gut. Nicht schnell genug. Okay. Jetzt hat er wohl keine Lust mehr. Okay. In Ordnung. So. Oh, hier haben wir interessanterweise auch ein Seil. Okay. Gut, das können wir uns ja mal angucken gehen. Da kommen wir aber mit dem Breitkopf nicht lang. In Ordnung. So, jetzt würde ich sagen, steigen wir erstmal ab. Ah, das ist nicht schön. Okay. Wir nehmen erstmal alles mit und dann steigen wir ab. Hat nämlich wieder so eine wunderschöne Doppelfunktion. Oh, man kommt vom Breitkopf oder vom Reittier oder von der Reitmaschine gar nicht runter, weil sie in dem Moment was aufheben möchte. Etwas Vorrat? Ja, etwas Vorrat kann nicht schaden. Wir haben ein bisschen was verbraucht, aber unser Medizinbeutel, ach nee, da ist gleich nur die dritte Stufe, dann voll, beziehungsweise wir nähern uns erstmal der dritten Stufe. Und hier haben wir die Trümmer, die wir gerade gesehen haben. Eine alte Halskette, altes schwarzes Armband, ein Klangspiel und ein Kranz. Okay. So, und da vorne haben wir offensichtlich Graser. Und was haben wir hier noch? Ein Stein. Und wir haben eben ein paar Steine verbraucht, von daher nicht schlecht, dass wir wieder ihn kriegen. So, da drüben ist noch ein Heilkraut und hier können wir wohl hochklettern, das ist gut. Dann machen wir das doch. So, hier waren wieder die Felspinsel am Werk. So. So, das muss doch garantiert irgendwas mit der Metallblume zu tun haben. Schauen wir mal.
Was von dir aus irgendwas sehen können? Nö, nichts. Überhaupt nichts zu sehen, das ist schade. Sind wir da rüber, da runter? Ja, können wir der. Moment, da ist was. Das scheint die Metallblume zu sein. Ja, kurz zu sehen, genau. In Ordnung, müssen wir da hin. Gut, dann nehmen wir das halt wieder runter. Warte, der ganz gut, dass wir hier hochgegangen sind, um mal zu gucken. So. Uns mal fallen. Und da ist er auch schon. Sehr schön. Das hält sich. Und die Metallblume hat sich direkt vor unseren Augen geöffnet. So, Metallblume Modell 1. So, ich glaube, dann haben wir auch tatsächlich... Nee, haben wir nicht. Uns fehlen immer noch viel Metallblumen hier. Okay. Gut, dann können wir uns jetzt aber mal die Metallblumen angucken. Auf jeden Fall wartet jetzt hier die letzte, die wir gefunden haben. Aha. Codefragment heruntergeladen. Funktion war. Aus dem Geist einer einzigen langen Rebe erwachsen 100 Anfänge. Funktion war. Gut, Funktion war Ende, nehme ich mal an. Okay. In Ordnung, schauen wir uns mal die anderen an. Ist ja interessant, dass die so eine Art Code enthalten. Naja, sehen die aus wie Sonden. Also, würde sie gar nicht so als Metallblumen eigentlich einstufen. Ja, und hier steht es auch dabei. Unbekannte Machart, Spuren von Saatkeimung, eingebettetes Codefragment entdeckt. Hier haben wir wieder ein Codefragment. Funktion war, Licht des Mondes zieht westwärts. Der Blumenschatten kriecht nach Osten. Funktion war. Okay, also wirklich viel Sinn ergeben diese Funktionen offensichtlich nicht. Immer die nächste. Funktion war wieder. Abendwind. Wasser umspielt. Die Beine des Reihers. Die nächste. Blitzschlag. Was für Gesichter ich hielt, sind Büschel von Pampasgras. Okay. Die nächste, die vorletzte jetzt erstmal für den Moment. Orchideenatem. Entflammt in Schmetterlingsflügeln. Und die letzte für den Moment. Wenn dieser Sprössling zum Baum heranwächst, wer wird hier sein? Okay, also da kann man sich jetzt wirklich fragen, was damit gemeint sein soll. Also, maschinenlesbarer Code ist das auf keinen Fall. Oh ja, wer weiß. Hat auf jeden Fall vielleicht einer eine versteckte Nachricht mitsenden wollen. Oh ja, gut. Okay, da drüben haben wir noch ein Heilkraut. Und dann werden wir mal unseren... Läufer, beziehungsweise in dem Fall ja unseren Breitkopf heranrufen. So, jetzt müssen wir überlegen, wie eigentlich die andere Taste dafür ist. Ich glaube, Z ist die. Genau, X und Z. Also ist wieder ein typisch für eine amerikanische Steuerung gemacht. Also eigentlich würde man ja X und Y erwarten, aber hier sind X und Z sehr ungünstig zu greifen auf einer Computertastatur, definitiv. Also, auch das wäre ein gewisser Kritikpunkt. Dass man da dann nicht drauf achtet, dass es für eine deutsche Tastatur umgestellt wird. Also da ist das dann eher ein Problem nicht mit der PC-Adaption, sondern eher mit der Lokalisierung. So, schauen wir mal weiter. Okay, sind wir hier erst einmal fertig. Wir haben die Metallblume gefunden. Wir haben uns ein Breitkopf-Areal an. Der Tag hat längst angebrochen. Ey, lol. Ist längst angebrochen. Ah, okay. Gut. Oh, da drüben ist ja noch ein weiterer Panzer. Es sind offensichtlich zwei hier. In Ordnung. Naja, wir hatten ja schon mal Hinweise darauf gefunden, dass hier ein Krieg stattgefunden haben muss. So, wir schauen mal ganz kurz auf die Karte, was wir als nächstes machen. Also wir haben hier auf jeden Fall zwei unentdeckte Lagerfeuer. Da vorne ist scheinbar ein weiteres, was auch immer, Areal. Könnten Plünderer sein. Schauen wir mal ganz kurz. Haben wir denn Plünderer? Ja, das sind definitiv Plünderer. Okay. Und wir haben hier in der Nähe noch das Jagdgebiet. Aber... Mit dem Jagdgebiet gibt es sich noch ein Problem. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal hier vorne zu dem Lagerfeuer. Da können wir es im schlimmsten Fall auch mal als Schnellreisepunkt benutzen. Und dann werden wir uns mal zu dem Jagdgebiet begeben. Aber wir sollten ja dafür einen Bogen mit Eispfeilen besitzen. Das wurde uns ja eigentlich schon in Mutterkrone mitgeteilt. Von diesem netten Rivalen. Oh, da vorne sind offensichtlich... Oh, das war aber schön hier. Dass der Breitkopf so klettern kann, hätte ich nun auch nicht vermutet. Okay. Da vorne sind auf jeden Fall weitere Graser, so wie das aussieht. Okay. Gut. Aber dahinter scheint das Lagerfeuer zu sein. Schauen wir uns das mal an. Ja, da ist das Lagerfeuer.
Nee, das ist nicht das Lagerfeuer, das ist das Lanz, ist ein Lanzenhorn. Aha. Sollten wir nicht ein Lanzenhorn irgendwie für die Schattenschleuder uns besorgen? Bin mir da gerade nicht ganz sicher. Okay, wir haben auf jeden Fall was Neues hier gefunden. Noch was Neues hier. Okay. Gut, wir kommen offensichtlich weiter. Gut. Oh ja, wenn wir uns jetzt hier dem Kaja-Gebiet nähern, wir sind ja wohl auch im Kaja-Grenzgebiet, muss das sich auch verändern von den Maschinen her. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu dem... Ne, wir steigen erstmal ab, genau. Und wir nähern uns den mal. Bin gespannt, was das macht. Also die scheinen aber auch wieder hinten Lobehälter zu haben. Wir gucken uns das noch ein bisschen mehr aus der Nähe an. So. Was haben wir denn da hinten drauf? Ne, Eisbehälter. Aha, die sind gegen Eisschaden anfällig und gegen Abriss. In Ordnung. Erstaunlich jetzt aber. Gut, wir haben sie jetzt aber schon gescannt. Dann können wir gleich mal gucken, was dazu geschrieben steht. Wir müssen hier nicht überall unvorbereitet reinspringen. So. Ne, wir müssen natürlich zu den Maschinenarten. Da scheint das Lanzenhorn zu sein. Genau. Beweglich und selbstsicher im Kampf. Die großen Bohrhörner können schweren Schaden verursachen. Bohrhörner, auch schöner Begriff. Okay. So, jetzt haben wir hier die Körper, keine Schwächen. Die Bohrhörner vorne, die sind gegen Abriss anfällig und die Eisbehälter sind tatsächlich gegen Eis und Abriss anfällig. Jetzt ist es doch eher, dass sie gegen Feuer vielleicht anfällig sind. Aha, interessant, was da zum Eisbehälter auch steht. Aus diesem Behälter kann Kühlsaft erbeutet werden. Ein Treffer auf diesem Behälter mit einem Eispfeil löst eine Explosion aus, die alles in diesem Bereich einfriert. Aha. Also man wird und man weist uns hier also tatsächlich auf Eispfeile hin. Das finde ich sehr interessant. Und zu dem Thema. Hat uns einer entdeckt? Nee. Okay. Zu dem Thema habe ich mich zwischendurch auch mal schlau gemacht. Das hat mich interessiert, ob wir hier irgendwie auf der falschen Fährte sind und es vielleicht wirklich nur Schleudern mit Eisbomben und ähnlichem gibt. Aber nein, es gibt tatsächlich einen Bogen. Und zwar den Kriegsbogen, den Kaja-Kriegsbogen. Wir haben ja einen. Wir haben hier den normalen Schockbogen oder beziehungsweise hier den Kriegsbogen mit Schockpfeilen und die zweite Stufe davon, der Kaja-Kriegsbogen, hätte dann auch Eispfeile und die müssen wir mal irgendwo finden. So, jetzt vermute ich, entweder müssen wir ins Kaja-Gebiet oder wir müssen weiter unserer Hauptquest folgen und werden dann einen entsprechenden Händler finden. Jetzt habe ich da drüben aber gerade etwas erspäht, was ich sehr interessant finde. Da drüben scheint eine Ansiedlung oder zumindest irgendein Stand oder etwas ähnliches zu sein. Vielleicht gibt es ja da einen Händler. Dann würde ich sagen, wir wagen es einfach mal mit Eisbomben. Wir wollen mit denen ja eh schon ein bisschen üben. Den mal beizukommen hier vorne. Mal sehen, was passiert. Ich würde mir eigentlich gerne eine andere Stelle dafür suchen. Und dann probieren wir das erstmal so. Hier hat sich einer abgetrennt. Das finde ich gut. Mal sehen, ob wir da bis darüber kommen. Es scheint nicht allzu weit zu reichen. Das ist nicht gut. Mal sehen, ob wir uns ein bisschen nähern können. Ich hoffe, die kommen nicht gleich. Wenn da, wo diese Maschinen hergestellt werden, müsste ich einen Weg finden, sie zu überbrücken. Aha, wir bräuchten höheren Punkt, so wie das aussieht. Mal sehen. Ich würde ja gerne mal auf jeden Fall einen von denen versuchen. So, das sieht besser aus. Mal sehen, ob wir bis darüber kommen. Das ist wirklich sehr kurz hier, aber... wenn man sie spannt, erst die Schleuder, dann wird der Bogen richtig angezeigt. Okay. Gut, versuchen wir das mal zu treffen. Oh, das sieht ganz gut aus. Ja, oder auch nicht. Was waren sie ab? Okay, also die verhalten sich noch feiger als Graser. Na gut, war das eine Eisbombe. Egal. Haben wir das probiert? Oh, was haben wir da vorne? Sind das etwa zwei Sägezähne? Ja, können wir auf die Entfernung leider noch nicht scannen? Na gut, dann gehen wir erstmal zum Lagerfeuer vor. Das ist ja spannend. So, erstmal hier speichert. Ja, und die Lanzenhörner da hinten sind umgezogen. Hießen nur Lanzenhörner jetzt, glaube ich, ja. Und das Filler-Namen, den man hier auswendig lernen darf. Okay, schauen wir mal. Nee, das sind eindeutig Sägezähne, würde ich sagen, da drüben. Aber auf die Entfernung wirklich nicht scannbar, so wie es aussieht. Der da schon? Ja, es ist ein Sägezahn. Eindeutig. Okay, gut. Haben wir das. So, jetzt haben wir hier einen See und da drüben scheint ein Anlegesteg zu sein. Und, tja, auf jeden Fall ein Plünderer, so wie es aussieht. Nee, drei Plünderer. In Ordnung. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal unseren Breitkopf mit. Das kann ja nur von Vorteil sein, wenn wir Ablenkung haben, im schlimmsten Fall.
Also wenn wir da mal rüber reiten, vorsichtig natürlich. Nicht, obwohl, wir können sie natürlich versuchen, mit dem Reittier zu machen. Das hat ja ganz gut funktioniert. Mal sehen, wie mit dem Plünderer funktioniert. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Nochmal sehen. Oder wir verstecken uns da vorne. Aber hat sich einer abgetrennt von der Herde. Das ist natürlich gut. Hat der uns jetzt entdeckt? Nee, nicht so wirklich. Und hier gibt es haufenweise Sachen zum Einsammeln. Das finde ich sehr gut. Und es ist ganz gut, dass wir das im Ritt gelernt haben. So, hier haben wir auf jeden Fall Reinholz. Was haben wir hier noch? Verderbnis-Gusswurzel. Unser Steininventar ist voll. Hier haben wir noch einen toten Wächter. Das scheinen Plünderer zu sein, die nach Teilen suchen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass die nach Teilen suchen. Ja, ich würde sagen, wir steigen hier mal ab und verstecken uns hier mal. Mal sehen, ob wir einen kriegen können. Weil die sind jetzt gerade da weitergezogen, offensichtlich. Na gut, werden uns mal anschleichen. Kann ganz lustig werden, denke ich. Da vorne ist irgendwas, das sollten wir uns mal anschauen gehen. Machen wir das bei der Gelegenheit. Also wir verstecken uns jetzt hier mal im Gras und hoffen, dass wir mal einen rankriegen. Haben wir schon ganz gute Erfahrungen gemacht damit, dass wir auch mit den Steinen was machen können. Mal sehen, ob die auch darauf rinfallen. Oh. Ne, wir mal darüber. Der müsste jetzt hier in die Schlagreichweite kommen, genau. Oh, der ist erledigt. Ah. Ah, der hat das schon mitgekriegt. Haben uns gegenseitig getroffen. Und da ist er erledigt. Da wird blau dabei. Und der dritte, der kommt jetzt gucken. Mal sehen, ob der das gesehen hat. Ne, der hat uns nicht gesehen. Das ist sehr gut. Oh, wir haben noch einen vierten scheinbar. Und da hinten kam auch noch was. Ja, da kommt noch ein vierter. Offensichtlich. Oh, der ist erledigt. Da war die Neugier nicht so gut für ihn. Und wo ist der andere jetzt hin? Oh, da. Toter Winkel. Nicht gut. So. Oh, unser Breitkopf wird angegriffen. Das finde ich nicht gut. Gehen erstmal rüber zu dem. Helfen wir dem mal. Sehen. Der Plünderer hat sie doch nicht mehr alle. So, der hat nicht gekriegt, dass wir ihn von der Seite angegriffen haben. Sehr schön. So, wir können nämlich noch keinen Breitkopf reparieren. So, bis also keine Reitmaschine. So, nehmen wir das mal mit hier. So, wir nehmen noch was aus unserem Medizinbeutel und gehen erstmal die da drüben looten. Beziehungsweise plündern. So, schauen wir mal. Hier drüben haben wir definitiv noch Heilkräuter. Das kommt natürlich sehr gelegen. So. Und hier haben wir offensichtlich so eine Art Fisch. Ja, so, keine Stelle für die Fischer hier. Der Nora oder der Kaja. Nehmen wir mal an, aber eher Nora, wenn ich mir so die Schneeschuhe hier anschaue. Ja. Ach ja, fällt mir gerade jetzt erst auf. Hier liegt kein Schnee. Offensichtlich ein wärmeres Tal oder so gefunden. Okay. Gut, genau, vielleicht gibt es hier heiße Quellen unterirdisch irgendwo. Ja. Mal kein Schnee. Ja. Gut. Ordnung. Vielleicht kommen wir ja auch in Richtung Kaja-Gebiet. Vielleicht liegt es ja eher daran, dass es hier wärmer wird und der Schnee aufhört. Obwohl immer noch so leichte Flocken in der Luft zu hängen scheinen. So, hier haben wir einen der Plünderer. Nehmen wir uns den erstmal vor. So. Nichts Besonderes dabei. Ein paar Metallgefäße, ein paar Metallscherben und Zünder. Der hat auch bloß Metallscherben und Zünder. Hier ist noch ein bisschen Draht dabei. Und der hat was Blautchen. Plündererherzchen. Genau. Das sehr schön. Gehört jetzt mir. Genau. Und demnächst irgendeinem Händler. Ich glaube, mit Plündererherzen können wir nichts anderes anfangen. Gut. Okay, dann können wir jetzt also hier weiter. Dann werdet also Richtung des Tagturms. Dann wäre also die Hoffnung, dass wir da vielleicht was kriegen. Also sprich einen Bogen, den wir brauchen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Wir haben diesen Bogen, bevor wir uns auf den Weg zu dem Jagdgebiet machen. Das wäre ja schade. Müssen wir da zweimal hin. Gut, na klar, könnte man die Prüfung zweimal machen. Ich denke nicht, dass wir sie beim ersten Mal schaffen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Davon gehe ich auch aus. Unser Medizinbeutel ist auch so gut wie voll offensichtlich. Ja, er ist jetzt sogar voll. Ja, also wie gesagt, wir können jetzt zwar zum Jagdgebiet gehen und das mal versuchen, aber dann denke ich, haben wir das Problem, dass wir nochmal zurückkehren müssen, weil wir die Prüfung nicht so wirklich abschließen können, wenn uns diese Eispfeile fehlen. Und hier hatten wir in dem Plünderer noch eine Schockspule. Wo eben übersehen. Na, soweit. Okay, gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal auf den Breitkopf. Und machen wir ganz anderes. Hier oben war noch ein Lagerfeuer. Genau, in die Richtung muss noch eins. Dann werden wir uns diesem Lagerfeuer mal annähern und uns das mal
organisieren sozusagen, freischalten. So, genau, machen wir das. Haben wir jetzt das Reittier. Oh, jetzt setzt das schlechte Wetter ein. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ah genau, da haben wir das auch schon entdeckt. Da muss das hier auch irgendwo sein. So, da ist es auch schon. Sehr schön, hervorragend. Oh, hätte ich gerne gesagt, die kriegen einen schönen Ausblick. Aber gerade ist das Wetter schlechter geworden. Na, so ein Pech aber auch. So, hätten wir das. Was haben wir denn hier gefunden? Alte Ruine offensichtlich. Aha. Ist das vielleicht eine alte kleine Siedlung? Naja, sieht so aus. Klar, hier der zerstörte Turm. Ja klar, wir sind im Grenzgebiet zu den Kaja. Das wird natürlich durch die roten Raubzüge schwer mitgenommen worden sein. Aber dennoch haben wir hier einen recht schönen Blick. Auch wenn jetzt, naja, offensichtlich, was hat die gerade gesagt? Es ist so ein schönes, warmes Wetter hier. Nichts ist sich gerade verändert. Na gut, können wir hier noch irgendwas entdecken vielleicht? Füchse können wir entdecken, na gut. Oder hier oben meinte ich eigentlich eher. Ne, in den Ruinen scheint es nichts zu geben. Nicht augenfällig jedenfalls. Oh. Ah, das ist ja interessant. Dann haben wir einen Segelzahn. In Ordnung. Gut, dass wir nicht gleich da lang sind. In Ordnung. Gut, dass wir aus der Richtung hier gekommen sind. Ich frage mich, wo dieser Wind herkommt. Aha. In welcher Richtung zieht er weiter? Ja, das ist eine gute Frage, wo dieser Wind herkommt. Gerade so plötzlich vor allem. Okay, da vorne haben wir auf jeden Fall einen Segelzahn. In Ordnung. Gut. Dann würde ich aber sagen, für heute soll es erstmal gewesen sein. Können wir uns ja beim nächsten Mal mit dem Segelzahn beschäftigen, bevor wir uns weiter in Richtung Osten aufmachen. Denn ich glaube, das wäre jetzt das Sinnvollste, wenn wir erstmal den Quests folgen. Und vor allem auch der Hauptquest. Und die liegt nun mal in östlicher Richtung. Nun gut, okay. Gut, dann würde ich sagen, wartet für heute. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge Horizon Zero Dawn wieder mit dabei, wenn es hier dann weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.